Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht nochmal um den Tempel Gottes. Ja. Paulus schreibt in 2. Thessalonicher 2 ja davon, dass der Antichrist sich in den Tempel Gottes setzt. Ja. Das steht in Vers 4. Der Antichrist, ja, oder das Kind des Verderbens, ja, der Mensch der Sünde, der da ist, der Widersacher und sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt. Also, dass er sich setzt in den Tempel Gottes als ein Gott und gibt sich aus, er sei Gott. Das heißt also, der Paulus schreibt nicht, dass der Antichrist sich in einen Tempel setzt, sondern er schreibt, dass er sich in den Tempel Gottes setzt. Und jetzt möchte ich gerne mal die Position einnehmen meiner Kritiker, ja, die immer sagen, nein, das ist ein jüdischer Tempel, den die Juden in der Endzeit bauen noch, und da rein setzt sich dann der Antichrist, ja. Wenn man das so verstehen will, dann muss man aber auch an allen anderen Stellen, wo Paulus vom Tempel Gottes schreibt, auch einen jüdischen Tempel unterstellen. Ja, das wäre dann die Perspektive der Kritiker dieser Ansicht hier, dass es hier um die wiedergeborene Stadt Jerusalem geht, die dann ein Tempel Gottes ist, wenn Jerusalem in der Endzeit wiedergeboren ist. Und ich nehme mal einfach die Perspektive der Kritiker ein, die sagen, wenn hier steht ein Tempel Gottes, dann ist das ein jüdischer Tempel, was an sich schon vollkommen absurd ist, ja, weil dieser Tempel ja nach der falschen Priesterordnung geführt werden würde, nämlich nach einem aaronitisch-levitischen Priestertum und einer aaronitisch-levitischen Priesterordnung. Die ist aber vorbei, die ist abgelöst worden vom Priestertum Jesu Christi. Also wenn man das hier so auslegt, dann muss man sich im Klaren sein darüber, dass man dann das Priestertum Jesu Christi damit leugnet. Ja, das ist ja schon mal ein erster wichtiger Punkt, ja, weil das ist gar nicht neutestamentlich, was man dann hier macht. Aber sei es drum, wir unterstellen es einfach mal und gehen mal davon aus, gut, das ist also ein jüdischer Tempel, dieser Tempel Gottes. Und jetzt gehen wir mal zu zwei anderen Bibelstellen, wo der Paulus auch vom Tempel Gottes schreibt. Und das ist einmal 2. Korinther 6, Vers 16. Was hat der Tempel Gottes für Gleichheit mit den Götzen? Ihr aber seid der Tempel des lebendigen Gottes. Wie denn Gott spricht, ich will unter ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das heißt, Paulus schreibt hier an die Gemeinde Jesu und sagt, ihr seid ein Tempel Gottes. Das heißt also, Paulus scheint dann hier, wenn man das auch konsequent weiterführt, wie die Kritiker das ja dann auch tun müssten, weil wenn Paulus vom Tempel Gottes schreibt, dann meint er nicht einmal den und dann wieder jenen, dann würde es so sein, dass die neutestamentliche Gemeinde ein Teil des jüdischen Tempels wäre, also dass der jüdische Tempel fortgeführt würde, als ob wir ins Judentum eingeführt würden, als ob wir wieder eine Priesterschaft vom Sinai haben müssten und die sogar selber leiblich dann darstellen, weil er schreibt ja auch hier, ihr aber seid der Tempel des lebendigen Gottes. Also wenn wir ein Tempel Gottes sind in 2. Thessalonicher 2, dann müssten wir auch hier in 2. Korinther 6, Vers 16 ein Tempel Gottes sein. Und dann wären wir ein jüdischer Tempel. Das passt überhaupt nicht. Ja. Ich lese euch noch eine andere Stelle vor. 1. Korinther 3, Vers 16. Da schreibt Paulus: Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? So jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Also sind wir dann ein dritter jüdischer Tempel, der in der Endzeit nochmal gebaut würde? Oder sind wir der Tempel, der im Moment zerstört ist, der 70 nach Christus zerstört wurde und seit fast 2000 Jahren überhaupt nicht mehr existiert? Macht das dann Sinn? Nein, das macht keinen Sinn. Aber ich möchte nur zeigen, wie inkonsequent diese Sichtweise ist, zu unterstellen, dass der Paulus in 2. Thessalonicher 2 einen jüdischen Tempel gemeint hätte, wenn er schreibt, der Antichrist setzt sich in den Tempel Gottes. Daher kommt dann auch die Überlegung der großen Kirchen, dass sie sagen, dass sich irgendwie unbiblische Lehren in die Kirche einschleichen würden und dass das dann der Antichrist wäre, wenn er sich in den Tempel Gottes setzt, weil die natürlich nicht davon los wollen, dass der Tempel Gottes die Gemeinde Jesu ist. Ja, das behalten, halten die fest, laut reformatorischer Lehre, kommen dann aber nicht damit aus, wer sich jetzt genau da hineinsetzt. Das ist auch keine Lehre, keine Theologie oder Philosophie oder Weltanschauung, sondern Paulus sagt, da kommt ja der Mensch der Sünde, das Kind des Verderbens, der da ist der Widersacher, also eine Persönlichkeit. Ja, da kommt nicht
Da kommt ein Mensch, der Antichrist ist ein Mensch und der setzt sich in den Tempel Gottes. Das heißt also, wenn man hier leugnet, dass es hier um einen besonderen Tempel Gottes geht, sondern dass man hier unterstellt, es wäre ein jüdischer Tempel, da muss man alle anderen Stellen auch als jüdischen Tempel sehen. Und dann müsste man eigentlich sagen, wir, die wir wiedergeboren sind und an Jesus Christus glauben und eigentlich einen neuen hohen Priester haben, wir sind dann laut dieser Auslegung dann irgendwie ein jüdischer Tempel. Oder wenn Petrus schreibt, er baut euch als lebendige Steine zum Haus Gottes, bauen wir dann einen jüdischen Tempel oder führen wir das Alte Testament dann fort? Müssten wir uns dann nicht auch beschneiden lassen? Sind wir dann nicht in der falschen Priesterordnung? Das sind alles Fragen, die da aufkommen, die überhaupt nicht durchdacht sind und auch nicht konsequent sind in der Auslegung. Und diese Problematik, die bleibt dann halt einfach bestehen. Und ich sag mal, wenn jetzt auch jemand weiterhin da der Meinung ist, dass der Antichrist sich in einen jüdischen Tempel setzt, dann sei ihm das unbenommen. Wenn er das so sehen will, dann mag er das so sehen. Ich kann das nicht so sehen, weil das im Zusammenhang mit den anderen Bibelstellen, die Paulus zum Tempel Gottes macht, nicht zusammenpasst, weil der Tempel Gottes bei Paulus immer und auch bei allen anderen Aposteln, auch in Johannes 2 oder in Offenbarung 11, da steht ja auch vom Tempel Gottes und da ist es einmal der Leib Christi, ja, er redet aber vom Tempel seines Leibes. Und in Offenbarung 11 geht es auch in die wiedergeborene Stadt Jerusalem. Ja, das ist, wenn man hier an diesem jüdischen Tempel festhalten würde, in 2. Thessalonicher 2, müsste man alle anderen Bibelstellen über Bord werfen. Die Konsequenz daraus wäre letzten Endes, dass man ein Jude würde, und zwar mit Beschneidung, mit Halten des kompletten Gesetzes und mit der Verwerfung Jesu Christi. Das wäre die Konsequenz. Ja? Man muss das ja mal zu Ende denken. Das wird immer so leichtfertig hingeworfen. Dann heißt es immer, ja, das ist der Tempel, den die Juden bauen in der Endzeit. Man weiß überhaupt nicht, was das für Konsequenzen hat in Bezug auf die biblische Lehre und auf die neutestamentliche Lehre. Ja? Denn wenn man das zu Ende denkt, muss man sagen, wir haben ein altes Priestertum, wir haben gar kein neues Priestertum. Damit fällt das Priestertum Jesu Christi weg. Damit würde man dann den jüdischen Tempel von vor 2000 Jahren nehmen oder der dann in der Endzeit wieder gebaut würde oder irgendetwas in der Art und Weise. Auf jeden Fall würde man das Priestertum Jesu Christi damit verwerfen. Und das ist die Konsequenz aus dem, was man da sagt. Ja, deswegen muss man da genau überlegen oder vorsichtig sein, was man da setzt und was man da sagt, um den Versen nicht Gewalt anzutun und zum Schluss das ganze Evangelium über Bord zu werfen, ja, was dann letzten Endes dann die Konsequenz daraus wäre. Meine Lösung dafür, und ich wiederhole es ja zum wievielten Male, ist, dass die Stadt Jerusalem am Ende der Gemeindezeit noch zum Glauben an Jesus Christus kommt. Ja, die Gemeinde begann in Jerusalem und die wird auch in Jerusalem wieder aufhören. Die wird dort ihren Abschluss finden. Das heißt, die Tochter Zion wird im hohen Alter gebären, Wiedergeburt erleben. Ja, die Stadt Jerusalem kommt zum Glauben an Jesus Christus. Und die Wiedergeborenen, die dann in der Stadt Jerusalem sind, die sind natürlich auch Priesterschaft, ja, die sind auch ein königliches Priestertum, wie wir auch, sind aber in Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und das ist dann tatsächlich ein Tempel Gottes. Warum? Weil dann neutestamentliche Priesterschaft im sogenannten Tempel ist, der dann die ganze Stadt Jerusalem ist. Ja? Das ist ein Geheimnis. Und das ist ungefähr so schwer zu verstehen, wie es für die Urgemeinde schwer zu verstehen war, dass wir ein Tempel Gottes wären. Ja, zum Glück hat Jesus diese Worte auch gesagt. Ja? Er sagt, brecht diesen Tempel ab und ich will ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Er sprach aber vom Tempel seines Leibes. Das heißt, Jesus hat das eigentlich schon erklärt, dass sein Leib ein Tempel ist, sein eigener Körper, weil Gott in Christus wohnte und versöhnte die Welt mit sich selbst. Ja? Die Gemeinde Jesu ist aber auch ein Tempel Gottes, weil Gottes Geist in uns wohnt durch den Glauben. Ja? Dann sind wir auch ein Haus Gottes, jeder einzelne Christ und die Gemeinde Jesu insgesamt. Und das war für die Urgemeinde auch schwer zu verstehen. Viel schwieriger als für uns heute zu verstehen, dass Paulus hier die Wiedergeburt Jerusalems meint. Ja, also für die Urgemeinde war das ja auch ein vollkommen neuer Gedanke. Wenn Paulus sagt, unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes oder unser Leib ist ein Tempel Gottes, dann hat die Urgemeinde gesagt, ja, wie aus Steinen und aus Holz oder wieso bin ich jetzt versteinert? Oder wenn Petrus sagt, er baut euch als lebendige Steine, dann haben die gesagt, ja, ich bin doch nicht aus Kalkstein, ja, ich bin doch ein Mensch, wie soll ich das verstehen? Das heißt, das war für die Urgemeinde viel schwieriger zu verstehen, als für die Endzeitgemeinde zu verstehen, dass Jerusalem wiedergeboren wird, dass dann geistliche Priesterschaft in den Mauern Jerusalems ist, dass das dann ein Tempel Gottes ist und dass der Antichrist die Stadt Jerusalem erobern wird und die geistliche Priesterschaft dort umbringen wird. Ja? Das ist auch
Das wird dann durchgängig, ja? Das wird homogen, das kann man durchs ganze Testament bewegen. Diese Sichtweise kann man dann auf die Paulusstellen auch anwenden und sagen, ja, die Wiedergeborenen in Jerusalem in der Endzeit sind ja genauso Gemeinde Jesu, wie die auch in 1. Korinther 3, Vers 16 oder 2. Korinther 6, Vers 16. Ja? Das sind dieselben. Das ist immer das Haus Gottes, das ist der Tempel Gottes, ein Tempel des Heiligen Geistes, weil es immer um Gemeinde Jesu geht. Und zwar in den Korintherbriefen, genauso wie im 2. Thessalonicher 2, genauso wie in Offenbarung 11, genauso wie in Johannes 2 und an allen anderen Bibelstellen im Neuen Testament. Und zwar ein Tempel Gottes nach einem neuen Priestertum, nach dem Priestertum Jesu Christi. Und das finde ich dann schon ein Argument, an dem man nicht so einfach dran vorbeikommt, ja? Wenn man 2. Thessalonicher 2 ergebnisoffen sich anschaut. Ja? Ich wollte das nur kurz zeigen, dass die Kritiker, die jetzt sagen, nein, es handelt sich ja unbedingt um einen jüdischen Tempel in 2. Thessalonicher 2, der in der Endzeit von den Juden errichtet wird und den beschreibt Paulus als ein Tempel Gottes. Ich möchte nur deren Perspektive zeigen und wie inkonsequent die ist und wie wenig belastbar und wie unsinnig das eigentlich ist und wie ihre Konsequenz ist, damit eigentlich das Evangelium komplett zu verwerfen. Ja? Das ist ja etwas Heftiges, was man da tut. Nur damit die eigene Theologie stimmt, das darf man nicht tun. Ja? Das wollte ich nur kurz zeigen. Ich danke fürs Einschalten, wünsche alles Gute, Gottes Segen und bis bald.